Die besten Low-Budget-Trading-Methoden für euch und FIFA 23 News. Servus, grüezi und hallo, Swepix hier mit einem weiteren Video Trading für jedermann. Herzlich willkommen. Schaut's mal hin. FIFA 23 Hype, ja, es kitzelt schon, seid's mir ehrlich. Jawohl, Renato Sanchez geht zu PSG. Was bedeutet das für uns? Natürlich, Starterteams werden sehr, sehr geprägt werden von diesem Transfer. OTW-Karten, ich hoffe, er kriegt seine Spielzeit, dass diese OTW-Karte auch mal ein Upgrade bekommt. Nicht damals wie die OTW-Karte vom FC Bayern, dass da ein Upgrade irgendwann im April kam. Wobei halt die Goldkarte anfangs schon mega, mega bombastisch sein wird. Womöglich auch der Meta entsprechen wird, wir werden sehen. Ich habe hier auch auf meinem Twitter-Account ein potenzielles... ja, Starter-Team mal für euch gebaut. Und dann würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Das könnte wahrscheinlich schon sehr häufig gesehen werden. Das gute Chemiesystem muss man jetzt mal ausblenden. Das wird sich ja im FIFA 23 verändern. Da wird das alles ein bisschen anders sein. Da werde ich die nächsten Wochen noch Videos zu bringen, wenn wir mehr Informationen haben. Hier kann ich nur sagen, schaut geil aus, aber wird auch anfangs von FIFA sehr häufig zu sehen sein. Vor allem für euch, eure Teams werden anfangs womöglich eher so aussehen, weil ihr schon richtig krasse Trader seid oder richtig krasse Trader werdet mit unserer Hilfe, weil ihr habt euch auch mit unseren Kanälen verbunden und natürlich ein Like und ein Kommentar für das Video. Freunde, das ist doch drin. Ich meine, die Vorfreude für Renato Sanchez, ich grüße die 7%, schreibt es mir mal rein, was denkt ihr, Paris Saint-Germain, Renato Sanchez, passt das nicht? Würdet ihr eher sagen, könnte sein, dass er nicht so viel Spielzeit kriegt, aber wenn ich mal die zentralen Spieler vom PSG anschaue, da ist Ferrati, ja, und da passt er doch wunderbar nebenhin, Ferrati und Sanchez, diese Doppel-6, denkt mal an die Karte von letztes Jahr, an die grüne Karte, fällt mir jetzt gerade hinein, bitte schreibt mir seine in die Kommentare, wie die Karte ist letztes Jahr, Samahid oder irgendwie sowas, die grüne Karte von Ferrati, dann stelle ich mir jetzt einfach noch an Renato Sanchez Futti vor, dieses Jahr könnte ja noch kommen, die beiden auf der Doppel-6 und die fantastischen drei da vorne, könnte geil werden, mal gucken, beim PSG, die einen sagen, hey geil, schreiben wir mal an, wie das nächstes Jahr sich entwickelt, die anderen sagen, nee, Hauptsache PSG gewinnt die Champions League nicht. Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich auch in diesem Team seit dieser Mbappé-Story, wäre ich eigentlich froh, wenn wir einen anderen Champions-League-Sieger haben, egal wer die Champions-League gewinnt. Hauptsache der FC Bayern. Grüße gehen raus an meine Freunde vom BVB oder allen anderen Vereinen, die da jetzt hier sich kurz die Magen umgedreht haben. Ich meine es nicht böse, ich liebe den Fußball, ich liebe diesen Spruch in der Sache vereint, in den Farben getrennt. Und dann haben wir es beim nächsten FIFA 23 League heute, Diego Forlan. Einer der geilsten, interessantesten Spieler, der immer wieder gefordert wurde. So viele von euch haben in meinen Streams immer gesagt, hey, ich würde mir Diego Forlan wünschen. EA hat zugehört, Diego Forlan wird im FIFA 23 als Hero-Karte vertreten sein. Der Sheriff hat es geleakt auf seinen Twitter-Account. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich. Vor allem für die uruguayische Community, da ich ja sehr, sehr viele in meiner Community habe, die aus Uruguay kommen. Spaß. Nee, und es kommt auch noch eine Fairlamendi Futis-Karte. Lacroix kam gestern, da bin ich schon, muss ich schon sagen, Hut ab, was das für eine Verteidigerkarte ist. Ich hoffe, ihr nehmt sie mit für 100.000 Coins, kann man echt nicht meckern. Da bin ich schon beim Thema. Immer wieder habt ihr mich in den Kommentaren gefragt, ey Swepix, was soll ich machen mit 5k, was soll ich machen mit 50k? Soll ich die Außenverteidigermethode, die übrigens bombastisch ist nach wie vor, ich habe sie wieder ein bisschen angetestet, werde ich gleich näher drauf eingehen, soll ich die machen? Oder was soll ich machen, wenn die Außenverteidiger so gestiegen sind? Werde ich euch gleich sagen, ich möchte euch nur noch einen ganz wichtigen Hinweis geben. Ein lieber Freund, MMTV, hat wieder seine Verkäufe gepostet. Link poste ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Er wird heute Abend live sein. Ich kann da leider nicht am Start gehen, weil ich fahre gleich mit dem Rad auf den Berg hoch. Werde aber von da oben sicherlich grüßen und mich mal kurz einloggen. Schaut da gerne vorbei. Ich packe euch den Link unten rein. Der hat da eine krasse UV-Liste. Er macht am Tag fast 1 Million Coins. Zwischen 500.000 und 1 Million Coins ist da immer am Start. Er postet das auch hier immer schön nachzuvollziehen. Ihr seht es an seiner Statistikauswertung. 664.000, das ist Reingewinn. Da ist alles abgezogen, EA-Steuer etc. Es ist Reingewinn, er führt die App Footistics und da hat er 664.000 Coins nur gestern verdient. Er wird heute um 18.30 Uhr live sein, seine überteuert verkaufen Liste vorstellen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, da am Start zu sein. Da werden Coins gemacht, das garantiere ich euch, so wahr ich hier sitze. Für alle anderen, die jetzt noch nicht so viel Geld haben für eine, oder also noch nicht so viele Coins haben für eine überteuert verkaufen Liste, Freunde, Außenverteidigermethode,
MC-Methode, Midfield-Change-Methode und Wing-Change-Methode. Diese drei Sachen haben wir euch auch im Zusammenarbeit mit Brandal und mit Manu haben euch ausgearbeitet. Der Tabel hat es getestet, hat euch dann den Weg gezeigt, wie ihr mit wenig Budget sehr, sehr schnell hochkommt. Und das ist halt auch wirklich jetzt im Moment, wenn ihr noch Coins braucht und nicht so viel habt, ist ein bisschen ein Grind, aber ist sehr erfolgreich. Oben hier im Video bei Info ist dann die ganzen einzelnen Videos, wo jede Methode Step by Step erklärt ist. Ich mache fast jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben die Außenverteidiger-Methode, das ist für mich sowieso der absolute Way to go. Seit Tag 1, seit Monaten grinde ich dieses Ding und jedem, den ich es empfehle, gestern kam wieder einer ins Stream rein, oder vorgestern war es, sorry, sagt er, ich habe am Wochenende 800.000 nur mit der Außenverteidiger-Methode gemacht. Das ist ein Wahnsinnsgrind, da sage ich meinen absoluten Respekt. Und ihr seht hier jetzt, Reece James steht bei 7k. Absolut krasser Preis, den hast du immer so für 700 bis 1000 gekriegt. Ihr könnt beim Reece James natürlich jetzt den Change machen. Passt mir da allerdings bitte auf, dass ihr unter der Preisrange bleibt. Also über 9000 würde ich den nicht anbieten. Würde sich dann schon auch lohnen, wenn ihr den vielleicht auch sniped. Ihr sniped euch den Reece James einfach für 5 oder für 6k. Das ist möglich. Probiert es auf der Web-App. Wenn ihr ein Sniping-Tutorial haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann kommt es noch vor FIFA 23. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr das könnt. Ihr habt hier die komplette Liste der Außenverteidiger, die normalerweise sehr, sehr gut laufen. Ich habe gerade nur zu Testzwecken auf meinem Account mal eben zwei Außenverteidiger gekauft. Ich wollte sehen, Chilwell steht bei 2800, 3000, hab den für 2800 gesniped, als linker Verteidiger schon gesniped, also fertig umgebaut, wollte den selber umbauen. Das ist nämlich das Sinn bei der Außenverteidigung, also die Positionen changed. Okay, ganz, ganz wichtig. Und dann holt ihr euch den halt bis 3000, changed die Position, sniped euch so ein Ding oder er bietet es euch, könnt noch ein paar Coins sparen. Ihr bietet euch das Ding und wenn ihr dann sagt, ja, das hat euch jetzt 3.200 in total gekostet, bietet die Karte so an, dass ihr so 500 bis 1.000 pro Verkauf Gewinn macht. Wenn ihr den Preis richtig findet, kann es sein, dass ihr den Chilwell mehrmals in der Stunde verkauft. Wenn der Chilwell 2 bis 3 Runden, wenn ihr den anbieten müsst, dann seid ihr zu hoch vom Preis. Okay? Ihr könnt es aber natürlich auch, so macht es der Daredevil häufig, preislich 2, 3, 4k höher gehen, dann würde er sich vielleicht nur einmal am Tag verkaufen, aber dann halt fett Gewinn abschmeißen. Ihr könnt auch zwei auf die Liste bauen, dass ihr einen draufpackt für 3000 Aufschlag und einen für so 700 Aufschlag. Ja? Genauso macht es beim Lirola, den kriegt es für 450, Position Change Snipen für 600, dann kostet euch das 1050 und ich habe jetzt mal für 1700 angeboten, kannst auch höher anbieten. Also wenn abends wieder Kleinscheiß-SPCs kommen, läuft die Außenverteidigungsmethode immer bombastisch. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, um euch zu zeigen, dass es auch mit weniger Risiko funktioniert. Aber nochmal zurück zur Liste, die ich euch nochmal zeigen möchte. Ihr könnt hier, ihr seht an den Preisen, Renan Lodi ist jetzt bei 8,9, dann seht ihr nicht, der ist sowieso raus, ist viel zu teuer. Also alles über 6, 5, 6k würde ich da jetzt eh nicht machen. Aber ihr könnt es machen, aber dann versucht es wirklich so relativ schnell zu changen, relativ schnell wieder abzuverkaufen. Johnny holt ihr euch, changen, Birage bis 800, 600, könnt ihr da locker mitgehen. Poro 5000, no risk, no fun, ich würde es machen. Für 4.800 Snipen umstellen, viel haben wir bei 5.400 und dann für 7.000 anbieten. Würde ich machen oder für 6.5 anbieten, würde es machen. Ich würde es testen, wenn du das machen möchtest, gerne. Aber sei dir bewusst, dass sich die Karte dann eventuell dann nicht verkaufen lässt, was ich eigentlich noch nicht erlebt habe bei der Außenverteidigung. Das sagen wir uns mal ehrlich, weil wir da schon sau viele Coins mitgemacht haben. Skyo 450 Coins, den kannst du drauf machen, blind. Holst du dir 600 Change, 1.000 dann anbieten für 1.700. Angelino selbes Ding, dann Lirola, meine absolute Cash-Cow dieses Jahr. Ich möchte ein Kind von Lirola, so sehr liebe ich die Karte. So viele Coins hat sie unserer Community gebracht. Wenn du noch kein Teil unserer Community bist, folge hier mal endlich diesen Account hier, Abonnement. Dann folge auch den anderen Accounts auf Twitter, auf Twitch und komm auf den kostenlosen Discord. Ganz wichtig, da machen wir so viel. Da werden, wenn du da Anfang an dabei bist für FIFA 23, da wirst du so viele Coins machen. Frag die Jungs in den Kommentaren. Die werden dir bestätigen, wie viele Coins sie gemacht haben. Das ist unser Ziel, euch diese Wege aufzuzeigen. Kostenfrei natürlich. Komm gerne mit an Bord. Würde mich freuen. Und hier siehst du noch die weiteren Karten. Semedo ist auch ein bisschen teuer, aber Klaus 2000, Mokele 3200, die bitte changen. Marcelo zu teuer. Pavard nehmen. Aurier würde ich auch nicht nehmen. Nuno Mendes auf jeden Fall nehmen. Wird auch geil mit dem Renato Sanchez Link nächstes Jahr. Dann die Marco, Falke auf jeden Fall nehmen, Alonso changen zum Elfer, Delaney kannst nehmen, Alves zu teuer und Ismaili könntest auch versuchen. Also da hast du zum Beispiel jetzt die 10 Karten, oder die ich empfohlen habe, die nimmst jetzt einfach und du wirst so schnell sehen, wie einfach das tatsächlich ist, seine Coins da nach oben zu schauen, vor allem mit wenig Budget. Wenn du dann so 200, 300k hast,
und merkst, okay, ich bin jetzt schon auf gutem Weg, kannst du dir entweder die SBC, die du machen möchtest, leisten, fangst wieder von vorne an. Oder du beginnst wirklich, schaust dir gerne das UV-Video nochmal an, was ich am Samstag gemacht habe. Wir bauen uns am Samstag bei mir im Stream, diesmal wird es wahrscheinlich kein Vormittagsstream, sondern eher Abendstream, bauen wir uns wieder eine schöne UV-Liste und kaufen wir alles live und streamen gemeinsam ein. Ihr könnt das alles eins zu eins nachmachen. Lade ich euch herzlich zu ein. Auch Sonntag wird es wieder einen richtig schönen Stream geben. Eventuell sogar Freitag. Und dann baut ihr euch mit dem Budget, was ihr halt mit diesen Low-Budget-Methoden erarbeitet, eine schöne UV-Liste. Und so kommt ihr an Coins und versteht dann auch ein bisschen so das ganze Trading, das ganzheitliche Trading, was wir vermitteln wollen, dass du dann nächstes Jahr in FIFA 23 von Beginn an so viele Coins haben, wie, das, wie du immer haben wolltest. Das ist so ein Slogan. Das meine ich auch so, weil es möglich ist. Es wird, Trading wird sich nächstes Jahr verändern, aber wir haben uns dieses Jahr auch den Veränderungen relativ schnell angepasst und sind dann sehr, sehr schnell anfangs bei der ersten Million gewesen. Das kannst du auch schaffen, bin ich überzeugt. Wenn du Fragen hast, Kommentarfunktion benutzen, Video noch liken, wenn du es nicht getan hast. Ansonsten, wenn ihr weitere Low-Budget-Methoden nochmal erklärt haben möchtet, MC-Methode, WC-Methode, müsst ihr mir das sagen, dann mache ich es natürlich sehr gerne. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Kommt zum Manuel Stream, versprecht mir das. Bitte, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr da dabei bleibt, werdet ihr Coins machen, versprochen. Und ja, stay blessed. Peace out, euer Zwepix.